Das scheiß Ding, Alter, das schaut so dämlich aus, Mann. Oh. TP-Boost. Da haben mittlerweile echt viele, oder? Wie heißt der Billy? Ist aber auch echt lustig. Ich helfe dir, ich gehe mit. 5 Meter weiter. Okay, ich bleib hier, ich würde bloß im Weg stehen. Das ist so bescheuert eigentlich. Was zum Fick bin ich hier sehend, Alter? Das sollte reichen. Das ist aus. Darf jetzt nicht schlapp machen. Alter! Genug! Jetzt! Das war's! Das sollte. Boah, gerade so, dass ich es noch geschafft habe. Warum gab's denn da oben überhaupt eine Anzeige? Gehen ab. Dieses Gemüse ist schon irgendwie ganz annehmbar. Geschmacklich natürlich nichts im Vergleich zu dem, was wir in den Graslanden aus der Erde holen. Aber mehr gibt die Wüste halt nicht her. Ja, jetzt gehen wir erstmal kurz pennen. Hä, war das hier? Nee, da sind wir reingekommen. Hey, du da! Du bist zur rechten Zeit am rechten Ort. Möchtest du uns nicht ein wenig bei unserer Feldforschung helfen? Natürlich wird deine Mühe nicht umsonst sein. Du wirst eine wertvolle Belohnung erhalten. Es ist auch ganz einfach. Du musst nur mit allen Teilnehmern reden. 4 von ihnen werden dir eine Lüge auftischen. Nur ein Teilnehmer schwindelt nicht. Versuche herauszufinden, wer die Wahrheit sagt. Ah, für einen Versuch verlange ich allerdings einen kleinen Obolus. Nur so am Rande. Finde unter den 5 Mitgliedern des Seminars für Lügenbolde die Person, die die Wahrheit sagt. Jeder Versuch kostet dich 500 Gildenscheide, also weiße drücke, um die Herausforderung zum Schwindel anzuschauen. Anzoomen, schau dich danach sorgfältig in der Siedlung um, so kannst du die Lügner leicht überführen. Wir könnten eigentlich auch immer einfach laden, oder? Nichts Schmarre. Und? Weißt du, wer von ihm? Du kannst dich auch gerne nochmal in der Umgebung umhören. Die Wahrheit ist irgendwo da draußen. Den getürmten Knasti kennst du doch, oder? In dieser Bar gibt's einfach die besten Drinks weit und breit. Natürlich alle pur und völlig unverdünnt. Den getürmten Knasti kennst du doch, oder? In dieser Bar. Der Besitzer des Waffenladens hat eigentlich keinen Plan von nix. Warum sonst sollte er ausgerechnet Heiltränke verkaufen? Also, wenn du es noch nicht getan hast, dann solltest du dir unbedingt noch heute Gib Gas Leben am Limit reinziehen. Ist die Autobiografie von Gas. Heute Abend gibt's einen Grund zum Anstoß. Ich sag's dir, die haben da verdammt heftige Ungeheuer im Bestienbunker. Zum Beispiel die Schwarze Null. Hast du schon das Graffiti im Anwesen von Gas bewundert? Du musst unbedingt nach dem versteckten Glückskaktor suchen. Okay.
Wo bin ich jetzt? Verdammter Dreck! Ist auch Kiesackrau? Gerade im Blutkraut? Dann ist das hier genau der richtige Ort. Denn hier war der Bestienbunker. Auf ihren Auftritt! Einmal in den Ring gestiegen gilt es: Mann gegen Monstrum! Wer als glorreicher Sieger hervorging, liegt ganz an dir! Na, bist du bereit für den Willkommen im Bestienbunker! Wir bieten genau den blutigen Nervenkitzel, den man oben vergeblich sucht. Wer sich hier im Kampf behaupten kann, den erwartet sogar eine Portion frisches Gemüse. Ah. Sickes Kraut. Super Äther. Hochwertiges Ungeheuer. Aber das ist keine schwarze Null, oder? Ich bin bereit. Zu nachlässig. Jetzt! Dreck! Neuer Versuch. Jetzt! Für! Das war abzusehen. Hey, coole neue Melodie fürs Ding. Können wir gleich weitermachen? Schädlingsbefall. Käferviecher, Alter, oder was? Ah, was soll bist du? Und tschüss! Los! Ist das alles? Es wird heiß! Erfriere! Volle Kraft! Das sollte reichen. Das war's! Zeig, was du kannst! Es ist aus! Oh, ein Fessel der Offensive gelernt. Echt nach ein paar Benutzungen? Keine große Sache. Na gut, jetzt haben wir noch genau eins. Ob sei jetzt einfach die schwarze Null, dann bin ich fertig. Oh, der schaut halt echt nach schwarzer Null aus. Test Null. Los geht's. Nein. Feuer! Ja! Verdammt! Eiskalt! Was? Oh, Scheiße! Ah, okay. Boah. Kommt nicht wieder vor. Ich geb nicht auf. Zu nachlässig. Nimm das! Ja! Keine Chance!
So wird das nichts. Eine Auffrischung. Nein, ich wollte doch ausweichen. Oh, jetzt hat der das gekriegt. Willst du mich jetzt verarschen? Verdammt! Ey, warum erwischt er mich denn trotzdem ständig? Ein Sturm zieht auf. Der Feind ist geschwächt. Schluss jetzt. Das war's. Jetzt wird abgerechnet. Das war's dann. Es ist vorbei. Ey, du kannst mir nicht erzählen, dass du mich einfach aus der Luft packen kann. Bitte lass mal auf, du! Muss das beenden. Ey, komm, warum hat er denn jetzt nicht geblockt, du dämliches Arschloch? Oh, fuck mich das gerade ab. Das ist so ein drecksnerviger Gegner. Nein, jetzt habe ich schließen gedrückt. Ey, leck mich. Was halt fucking nervig ist, ist dieses Auto anlocken, Alter. Verdammt! Da, das meine ich. Gewitter! Und tschüss! Was? Oh, das ist ja nur die Verarsche. Aufgepasst! Das war's. Jetzt oder nie. Das war's dann. Und tschüss. Bringen wir es hinter uns. Okay, das sind die Verstärkungen, was der immer bekommen hat, was den so scheiß stark gemacht haben. So, aber wenn du es halt nicht weißt, wie wirst du es verhindern, ne? Aber jetzt wissen wir, dass das auf jeden Fall nicht stimmt, was der sagt, weil das ist nämlich die schwarze, Test-Null und nicht schwarze Null. Hui! Mein lieber Scholli, auf ein kampferprobtes Multitalent wie dich warten hier noch eine Menge Herausforderungen. Schau dich ruhig mal um. Willkommen im berühmt-berüchtigten Bestienbunker. Geheimleiter der Kampfkunst, Abzeichen des Bestienbunkers. Unser Bunker steht immer offen. Für die Viecher, die hier abgerichtet werden, sollen... Was für Abschaum wird wohl heute in Stücke gerissen? Na?
Ich dachte, wir gehen einfach nur irgendwelche Monster killen oder so, aber gut, Chocobos fressen ja bloß Giza-Kraut. Ich habe gehört, dass die Chocobos in der Wüste Sandbäder bekommen, damit sie sauber werden. Vielleicht sollte ich Biko das nächste Mal nicht bürsten, sondern ihm auch so einen Sandbad verpassen. Nur ich wurde mit einem Upgrade ausgestattet. Deine Spielstärke reicht für ein... Bitte erhöhe zunächst deine Spielstärke. Das ist für diesen Monat. Den Rang 7 Blutbaron. Alter. Ich spüre eine ungestüme Leidenschaft, gepaart mit einem Hauch von Arroganz. Dass wir uns gerade hier wiedersehen würden, das müssen wir fotografisch festhalten. Das halt jedes Mal auch Post dafür. Die Banditen hätten mich fast erwischt, aber ich konnte sogar auf der Flucht noch Bilder machen. So nah dran ist man selten am Geschehen. Die Atmosphäre hier habe ich ganz gut eingefangen, aber vielleicht findest du noch woanders ein gutes Motiv. Südliches Corell Photo Location. Erhören! Auf dem Anwesen wird sich benommen! Wer ich will deine Fresse nicht mehr sehen! Was glaubst du, was dir blüht, wenn du weiter hier an auf dicker Hose machst? Ich weiß ja nicht mal, wo ich ping, Alter. Was ist denn das hier? Da schauen sie die Chocobo rennen. Na, Chef. Macht dir ja nichts kaputt. Lucia. Ah, das sind die anderen. Ist Barrett nichts passiert. Pass gut auf dich auf, Cloud. Macht dir ja nichts kaputt. Okay. Dann wissen wir jetzt wenigstens, dass wir hier nicht hin müssen. Kisten killen. Nur hier gibt's den einmaligen Wüstensturm. Das Original, erdacht von Meister Gas. Wer den Highscore knackt, darf sich über Gemüse freuen. Von der ganz besonderen Sorte. Was ist? Lust auf eine Runde? Wüstensturm, die Grobia mit der willkürlichen Demolierung sämtlicher Kisten als Stressabbau. 4 Kisten nehmen bis einmal auf die Zeit mögliche, mehr du schaffst. Kisten mit einem Zahnradsymbol lassen sich erst zerstören, nachdem du die Kiste mit einem Blitzsymbol kaputt gemacht hast. Okay. Drachenklauen, Gilles dickes Kraut. Also wir brauchen 42.000 Punkte. Boah. Ja. Das war's dann. Da 4 Blitz, 5 Blitzsymbole. Aber wie komme ich denn hier weiter? Ja. Hä? Hey, das ging, aber das sind doch 5 Felder. Oh. Ach so, da leuchtet eins rot und... Ah, wow. Das war's. Nimm das.
Zieh dich! Ja! Und tschüss! Das war's! Verzieh dich! Das war's dann. Das war's! Verzieh dich! Also mehr Dinge. Aber wo sind mehr? Hä? Hinten ist eins. Ach so. Das war's dann. Ja. Und tschüss. Verzieh dich. Das war's dann. Das war's. Hä? Und wie komme ich runter? Hä? Was ist denn jetzt los? Ja. Ah, da. Und tschüss. Nimm das. Oh, ich muss ja doch weiter draufhauen. Und tschüss. Nein! Nimm das! Das war's dann. Oh komm, jetzt hab ich's nicht geschafft, ey, weil ich... Mensch, das war ja beeindruckend. Hier, das Gemüse hast du dir redlich verdient. Dass ich's immer ganz kurz bis fast zum Ende schaffe, ne? Und dann ist irgendwas wieder, was einem so abfuckt, dass das nicht geht. Hier.
Das war's dann. Finis. Verzieh dich. Es ist vorbei. Ja, das war's. Aber wenigstens weiß ich, dass man da draufhauen muss. Nein. Hä? Was hab ich jetzt gemacht? Warum bin ich falsch? Oh Gott. Nimm das. Das war's dann. Nimm das. Und tschüss. Und tschüss. Finis. So. Das war's dann. Das ist im Prinzip alles, was man holen kann. Da unten ist noch was. Ja. Und tschüss. Puh. So. Jetzt haben wir das auch und es gibt mehr Kraut. Die Frage ist dann der Schokobo besser, da muss ich sowieso so viel finden. Unglaublich. Ich erkenne da einen ganz großen... Kann jederzeit wieder losgehen. Bis dann. Das wären dann alle drei. Damit sollte Pico so langsam fit genug sein fürs Rennen. Wir sollten zurück zu Esther. Ja, wir sind immer noch dabei, den anderen Scheiß zu machen. Herren,
Ich mach das da. Gestreckt. Oh, der scheint dir bekommen zu sein. Das war unser berühmter dünner Tom. Obwohl bis aufs Äußerste gestreckt, kommen seine bärigen Nuancen noch gut durch, was? Okay. Gestreckt ist auch so ein Ding. Wer auch nur einen Mucks macht, fliegt raus. Bloß nicht bei der Ausrüstung sparen. Ein falscher Ton und man fliegt sofort raus. Ruhe hier! Du hast etwas beschädigt und damit die Stille gestört. Oh. Raus hier, aber Dalli! Oh. Wieso muss ausgerechnet ich hier überhaupt diesen Schund anpreisen? Ich sollte die Schulden für den Boss eintreiben. Und jetzt stehe ich hier blöd rum wie ein Marktschreier. Wer Löcher in die Luft starrt, muss sich nicht wundern, wenn er seinen Geldbeutel los ist. Na, dann schauen wir doch mal. Läuft der Typ einfach ohne einen Gillenportemonnaie rum? Hereinspaziert! Gib Gas! Leben am Limit! Das schlaue Buch von Gas ist jetzt erhältlich. Die Worte vom Boss sind Pflichtlektüre. Allein das Lesen macht schon stärker. Darauf kann man einen lassen. Das hat uns doch gerade sich ganz anders angehört, oder? Gib Gas! Leben am Limit! Das Buch vom Boss! Absoluter Pflichtkampf! In leichter Sprache, großer Schritt! Kapiert selbst der letzte Depp! Holt euch! Gib Gas! Leben am Limit! Oder ist jetzt Dresche? Berechne Algorithmus. Terminisiert. Oh? Mehr Löcher in die Luft. Wieso muss ausgerechnet ich hier überhaupt diesen Schund anpreisen? Ah, okay, diesen Schund. Ja, okay, dann habe ich schon richtig verstanden. Ich sollte die Schulden für den Boss. 5 ist noch unten. Jetzt stehe ich hier blöd rum wie ein Mann. Da drin? Bettwanzenlounge. Hier schläft man ungestört wie in Einzelhaft. Noch ein fröhliches Knastleben wünsche ich. Das kann nicht sein. Frag Gas, der kann's bestätigen. Ich habe schon von dir gehört, Alleskönner. Du bist auf der Suche nach Gemüse. Habe ich nicht recht? Ich gebe dir gerne etwas von meinem ab. Allerdings müsstest du mir im Gegenzug einen klitzekleinen Gefallen tun. Ich bin Besitzer eines Casinos. Leider haben ein paar Kartenspieler etwas zu großen Gefallen an meinem Etablissement gefunden. Jemand sollte ihnen mal zeigen, dass Verlieren auch zum Leben gehört. Könnte ich dich wohl darum bitten, Ich übernehme das. Vielen Dank. Ich bewundere ihre Fähigkeiten. Doch da sie den Ruf haben, unbesiegbar zu sein, kommen immer weniger spielfreudige Kunden ins Casino. Ein Sieg deinerseits würde sicher auch andere Spieler wieder anlocken. Du findest die drei im Casino. Ich bin mir sicher, dass du sie sofort erkennen wirst. Ich wünsche dir viel Erfolg. Wirf doch, bevor du gehst, noch einen Blick auf meine Kartensammlung. Die eine oder andere könnte dir sicher von Nutzen sein. Kaufen. Oh, Landwurm, Sandspeicher, Chimera, Großhorn. Ja, das sind die drei da oben, oder? Was hat er gemeint? Ich erkenne die. Wieso kommt denn hier mal kein Zwang? Was los? Hast du ein Problem oder was? So ein Dreck! Entschuldige, Mann. Wollte dich nicht blöd anmachen. Wirklich nicht!
alte Gewohnheit. Nimm's mir nicht krumm, ja? Bleib doch hier. Lass uns eine Runde zocken. Du musst wissen, ich hab dich so mit Worten. Und naja, ich hab halt nun mal so eine Arschfresse. Darum will keiner mit mir spielen. Ich bin Dalton, Kartenspieler aus Leidenschaft. Komm schon, Alter. Spielen wir eine Runde, ja? Okay. Ich muss eh noch zwei besiegen für das eine Ding. Eine überschreibende Karte erhalten. Diese Karten können ausschließlich Feldern abgelegt werden, auf denen schon eine eigene Karte platziert ist. Großer Vorteil von überschreibbaren Karten ist, dass sie unabhängig vom Positionsrang über angelegt werden können. Die überschreibende Karte wird zwar zerstört und im Fall von Karten, die bei einer Zerstörung eine Fertigkeit auslösen, kann das aber durchaus ein Vorteil sein. Karten haben darüber hinaus die Eigenschaft, die Stärke zerstörter Karten zu absorbieren. Okay. Das da? Der ist für unten gut, ne? Macht der entsprechende Anzahl der anderen verstärkt Verbündung und kritische Karten steigt die Stärke um 1. Mit Gasoma. Ifrit. Anzahl anderer verstärkten verbündeten Karten steigt die Stärke um 2. Oha. Und bei Zerstörung der kritischen Karten steigt die Stärke um 2. Im Spiel reduziert die Stärke von kritischen Karten auf den. Okay. Wir probieren es einfach mal so. Oh, wobei das, ich glaube, trotzdem ändern müsste, weil ich zu viele Zweierkarten jetzt habe, ne? Ja, war klar, dass er jetzt dann noch so einen hat. Übernehme ich das zerstörte Feld? Ja.
Neue Karte. Welche Karte ohne besondere Fähigkeiten? Mann, ich doch nicht über eine runde Karte mit Kumpels. Meinst du nicht auch? Hier im Gefängnis von Coral darf man keine Schwächen zeigen, weißt du? Darum mache ich immer einen noch ganz hart und schnauze jeden Trottel an, der mir zu nahe kommt. Man weiß ja nie. Doch leider machen nun alle einen weiten Bogen um mich. Ich will doch nur eine runde Karten spielen. Aber keiner von den Schwachköpfen will das kapieren. Mann, ich kann dir gar nicht sagen, wie ich die alle sonst hasse. Naja, ein ganz klein wenig muss ich wohl auch an mir arbeiten. Aber du hast dich nicht abschrecken lassen und bist zu mir gekommen, um mich anzusprechen. Ich sollte mal besser auch meinen Arsch hochbekommen und mehr auf die Leute zugehen. Okay. Wie kann ich helfen? Ich bin gerade mitten in einer Darbietung. Ah. Sie wollen eine Runde Blut der Königin spielen? Das ist jetzt aber unpassend. Ich bin Popino, die lebende Statue. Und Statuen bewegen sich eigentlich nicht. Ich mache eine Ausnahme für sie und werde meinen Armen erlauben, sich zu be... Sie werden es noch be... Ja, komm halt, Small, lass mich jetzt nicht spielen. Oh, was macht der? Eine Quillkarte ohne besondere Fähigkeiten. Oh, was macht der? Gewährt bei dem Sieg der Reihe, in der sie abgelegt wurde, einen Punktebonus von 10. Oh. Chimäre, dann spricht die Anzahl von geschwächten gegnerischen Karten, steigt die Stärke um 2. Na, ich brauche mehr Einser, fällt mir ein. Den zum Beispiel. Statt den. Kaktor kann ich wieder reinpacken. Joker bekommen wir dann. Reduziert sich die Stärke von Verbündeten und gegnerischen Karten? Hat er gerade seine eigene Karte zerstört, der Idiot? Scheiße. Aber ich kann das noch machen. Sehr gut. Sehr gut, bei Zerstörung von Verbündeten und gegnerischen Karten erhöht sich die Stärke dieser Karte um 1. Eine komplette Niederlage meinerseits.
Sie sind gut, aber sicher hat auch meine Darbietung sie tief bewegt. Blutgetreuer. Mein Traum ist es, irgendwann professionell im Gold Saucer zu performen. Aus diesem Grund habe ich hier in dieser rauen Gegend Halt gemacht, um meine Fähigkeiten zu verbessern. Doch durch meine Siegessträhne hat sich niemand mehr zu mir getraut. Die Niederlage kam mir also recht. Ich stehe hier felsenfest. Wenn sie die Lust packt. Ja, komm, lass mich weiter, Schnauze.